In meinen Träumen, bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich. Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog. Ich habe mich gerade angezogen. Ach, scheiße. Ich habe mich gerade angezogen. Ich möchte jetzt hier Staubsaugen. Lia liegt da. Und Lena hat gerade den Staubsauger geholt, damit wir staubsaugen können. Und zwar habe ich mir ein paar Sachen wieder aussuchen dürfen. Total schön. Ich zeige euch das mal kurz. Und zwar ist das diese Latzhose. Das ist schön. Ich finde die total schön. Ich habe die auch in Grau bestellt. Ich zeige euch das mal ganz kurz alles. Moment, ich muss mir hier das Licht anmachen. So, ich bin ungeschminkt. Das sieht total katastrophal aus, aber egal. Dann einmal dieses Oberteil. Leute, das sieht so geil aus, angezogen. Das ist an der Taille total eng. Ich bin auch offen im Deckel. Dann die gleiche Latzhose nochmal. Ich habe die übrigens in L bestellt. Die sind total eng. Also die fallen auf jeden Fall eine Nummer kleiner aus. Genau, einmal diese normale Latzhose in Grau. Dann diese Hose, die gefällt mir aber ehrlich gesagt nicht so gut. Auf dem Bild sah das total schön aus, aber das gefällt mir leider nicht so gut. Ich denke mal, dass ich das schon machen soll. Also die Hose gefällt mir wirklich nicht so gut. Das Highlight, das, Leute, das ist so, so günstig vom Preis her und das ist der Hammer. Der Stoff, ne, ist der Hammer. Was mir nur nicht gefällt, sind die Arme. Aber auch das Freund ist Schneider. Ich werde das so machen, dass er das hier, dass er das einfach wegmacht. Dann ziehe ich das auf der Hochzeit an. Ende nächstes, dieses Jahres. Das ist einfach bodenlang und das passt perfekt. Welche Größe ist es? Ich glaube S. Man sieht da auch nichts durch oder so. Also der Stoff ist total fest und schön und ich habe mich in dieses Kleid verliebt. Das steht mir auch. Also ich dachte, das wird mir nicht stehen, aber das steht mir auch. Das muss man ja auch behaupten können, ne? Ja, das ist einfach perfekt. Und was mir noch sehr gut gefällt vom Stoff her, ist dieses hier. Also ich glaube, das teuerste Teil kostet in dem Online-Shop 20 Euro. Stellt euch mal vor, dieses Kleid für 20 Euro oder 27 Euro höchstens. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich verlinke euch alles in der Infobox. Und einmal das hier. Das hat so große Knöpfe. Auch total schön. Ich freue mich schon, die Sachen anzuziehen. So ihr Lieben, wir haben eben gegessen, waren einkaufen, sind jetzt zurück. Oder ist kurz das Auto umparken gegangen. Ich wollte euch kurz unseren Einkauf zeigen, wie immer. Und das muss ganz schnell gehen, ich habe nur noch 2% Akku. Also wir haben zwei Sixpacks. So, und zwar haben wir einmal ein Sixpack Wasser geholt, einmal ein Sixpack Eistee, dann haben wir Toastbrot geholt. Dann haben wir ganz viel Joghurt mit Egg geholt, zwar im Angebot. Für Lina und für uns auch. Wir essen auch gerne Joghurt mit Egg. Ja. Oschke, Vitane, Tamme. So, dann einmal Eier. Nochmal Joghurt mit der Ecke. Ich glaube insgesamt 6-7 Stück haben wir gekauft. Dann war Milchschnitte im Angebot. Dann ist unser Kakao alle gegangen. Da haben wir jetzt einfach den von Kaba mitgenommen. Ich hoffe, das ist ein richtiger. Ich habe einfach irgendeins genommen. Ich habe gar nicht nachgedacht. Dann haben wir zwei, doch viermal Gaffel-Kölsch mitgenommen. Einmal Pizza-Kit mit Soße, Monsterbacke. Zweimal Quark-Gugelhupf. Achso, das ist gar kein Zitronenkuchen, das ist mit Quark. Ich schaue mal, ob ich den selber machen kann. Ich Quark auch zu Hause. Dann Erdnüsse im Teigmantel. Ihr wisst auch, wer liebt das. Brokkoli. Dann mein allerliebster Weichspieler. Der ist von Softlan. Das ist Vanille au Chili. Dann haben wir einmal, also der Tricks mit drin. Der liebt momentan Schokolade. Ich verstehe das nicht. Der hat mir Schokolade gehasst. Dann hat Lina letztens bei Susan im Auto diese Waffeln gegessen. Frischeiwaffeln gefüllt mit Schokolade. Die habe ich jetzt mitgenommen. Das hat ja anscheinend geschmeckt. Immer Joghurt.
voll schön gepackt? Nein. Hast du Hunger? Ja, das. Das ist Pizza. Muss man beim Schlafen. Dann einmal Gouda. Also Reiswaffeln mit Joghurt. Tortellini. Eier hier. Nein. Was stell ich? Ich habe nur zwei Stück. Ich habe das mal zurückgelegt. Nochmal Erdnüsse im Teigmantel. Dann einmal Alaska Seelachs. Paniert. Bref, ich finde den Arschpeuer ohne Gurke. Und Kaffee, das war's auch. So ihr Lieben, wir waren gerade beim Frauenarzt wegen mir zur Nachsorge. Ja, bei mir ist alles gut. Ich habe jetzt die Pille verschrieben bekommen, die 6-Monats-Pille. Für Stillende, also die Mini-Pille. Wenn das mit dem Stillen dann doch nicht klappen sollte, dann muss ich natürlich aufhören und was anderes einnehmen. Aber momentan will ich ja stillen und mindestens ein Jahr. Wenn es natürlich länger ist, dann länger. Lea schaukelt. Ich habe sie gerade gestillt. Wir sind auch gerade nach Hause gekommen. Aber der ist jetzt kurz weg, der kommt aber gleich wieder. Muss auf Klo? Ja, dann mach, Schatz. Ja. Das war's. Also, sonst gibt's eigentlich nichts. Ich habe gestern eine Serie angefangen, eine türkische Serie. Damit ich, wenn ich abends alleine bin, eine Serie schauen kann, wieder mal. Und ja. Auf Netflix läuft die übrigens. Ist eine türkische Serie. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißt. Ich bin auch so ein bisschen. Ich habe so ein bisschen Schnupfen. Ich hoffe, ich werde nicht krank. Das wäre nämlich nicht so schön. Ich werde jetzt auf jeden Fall erstmal hier aufräumen. Dann muss ich heute auch natürlich kochen. Ich weiß nur nicht was. Ich habe aber gesagt, entscheide dich zwischen einer Pizza und. Ich komme jetzt weiter. Eine Pizza und wie heißt es? Nudeln mit. Ich habe Fleischsoße. Mal schauen, was es wird. Like two magnets, we are drawn to each other. You just know how to push all my buttons. Moved out of town and I erased your number. But still I find myself calling in the middle of the night. And there is nothing I can do. I am madly drawn to you. I know you feel the same. You got my heart. Guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist schon der nächste Tag. Und ich habe Augenringe des Todes. Nichts Neues bei uns, ne? Ja, ich habe Lea gerade angezogen. Sie hat jetzt zum zweiten Mal ihre Jacke hier an. Nimm meinen Schutz. Es hat nämlich geregnet, geschneit. Jetzt ziehe ich natürlich noch ihre Mütze an. Ohne Mütze darf es auf keinen Fall rausgehen mit uns, ne? Aber das ist schon mal nach unten gegangen mit Lina, denn es hat nämlich geschneit heute Nacht. Ich bin jetzt noch ein bisschen mit Schnee um 8.30 Uhr morgens. Ja. Naja, egal, die soll ein bisschen spielen. Ich ziehe jetzt hier ab, also ich tue sie jetzt noch rein. Und dann gehen wir runter. Ne? Hallo? Oh, hallo? Deine Nase ist zu, ne? Ja. Deine Nase zu? Hm? Oh. Hallo? Hallo? Schön, dass du da bist. Hallo? Hi. Wir müssen übrigens morgen einkaufen gehen, also ein paar Sachen für den Tisch, weil meine Freundin kommt mit ihrem Mann. Also so bei uns haben wir das zu Kaffee und Kuchen, also zu Tee und Kuchen, aber bei uns trinkt keiner Tee. Deswegen denke ich mal, dass wir Kaffee trinken. Ich habe auch gestern bei Penny
von Tassimo diese Latte Macchiato mit Vanillegeschmack geholt. Leute, ich habe das gestern Abend getrunken und heute Morgen. Und das ist so lecker. Kann ich nur empfehlen. So, aber jetzt machen wir uns fertig. So, ihr Lieben, wir sind gerade nach Hause gekommen. Die Wohnung sieht aus wie Sau. Deswegen wird jetzt hier erstmal aufgeräumt. Lia schläft. Lena ist gerade aufgewacht. Sie hat auch ein bisschen geschlafen. Und jetzt räumen wir die Wohnung zusammen. So, Lena bekommt jetzt hier Äpfel. So. Und ich esse die Pizza von gestern. Hier, Schatz. Danke. Oh, und ich kann nicht mehr. Und Lea schläft übrigens. Mein Engel. Ich lege sie jetzt aber auch ab. Bis also sie soll nicht allzu lange dran bleiben. Sie ist jetzt 20 Minuten drin. Und es scheint ihr zu gefallen. Ich finde das super, wenn man gestoppt so geht. Aber ich merke, mein Rücken tut jetzt schon weh. Ich glaube, der Körper muss sich dran gewöhnen. Ich habe jetzt so lange keinen Sport gemacht. Bestimmt 4-5 Jahre, wenn nicht länger überhaupt. Ich muss auch langsam mit der Rückbildungsgymnastik anfangen. Und ja, das Tragen hilft auf jeden Fall, ne? Auf jeden Fall. Ich will auf die 58 Kilo mindestens. Deswegen 3-4 Kilo sind da noch und dann bin ich zufrieden mit meiner Figur. Und so, ich esse jetzt noch Pizza von gestern. Die super lecker schmeckt immer noch. Ich bin K.O. Ich mache morgen mit Auder weiter. Ich kann nicht mehr. Übrigens kommt morgen unsere Hello Fresh Box und ich freue mich. Ich bin mal gespannt, was morgen gibt. Mal schauen, vielleicht kochen wir morgen mit Auder zusammen. Aus der Hello Fresh Box. Und dieser frisch gepresste Saft schmeckt so lecker, das ist Blutorangensaft. Das hatten wir mitgenommen, also hat meine Freundin mir mitgegeben aus dem Flohmarkt. Oh, so lecker, ich liebe ja saure Sachen. Aber das ist der Hammer. So kann man glaube ich nicht abnehmen, ne? Aber okay. So ihr Lieben, heute schon der nächste Tag und ihr seht, mein Auge ist dick geworden. Und zwar habe ich gestern Lena einen Apfel geschnitten. Habt ihr ja gesehen. Und danach habe ich vergessen, meine Hände zu waschen und habe damit meinen
Gesicht eingereibt und siehe da, mein Auge ist dick, sieht so aus, als ob ich geschlagen worden bin. Richtig schlimm. Ja. Ich muss jetzt schauen, wie ich das wegkriege. Weil mich stört das total. Naja. Ich wollte mich eigentlich nur noch verabschieden von euch und würde sagen, bis zum nächsten Vlog.